Hallöchen, meine lieben Pferdefreunde. Willkommen zu einer neuen Folge Rival Stars Horse Racing Handyversion. Und ihr seht schon, hier trippelt wieder ein kleines Fohlen vorne rum. Sie sieht sehr ähnlich aus wie das letzte Fohlen, was ich ja gezüchtet habe. Das ist aber die kleine nicht. Denn ich habe nochmal im stillen Kämmerlein vor mich alleine hingezüchtet. Und ja, werde jetzt einmal kurz zum Training gehen. Da haben wir nämlich nochmal was abgeschlossen. Jetzt bin ich gespannt. Ja. Es wäre schön. Oh Gott, 2 Stunden. Alter. Aber warum denn so? Ja, ihr merkt schon, es wird langsam anstrengend, die kleine Maus hier zu trainieren. Aber wir haben nur noch 4 Level. Das mache ich aber heute auch nicht. Ich will gucken, ob ich den Rivalen vielleicht doch nochmal kriege. Und ja, bei ihr bin ich auch fleißig dabei. Sie hängt so ein bisschen hinterher. Ich würde aber sagen, wir gehen erstmal kurz zum Gehöft. Na, ein bisschen brauchen wir noch. Okay, gut. Ich habe nämlich das letzte Live-Event auch mitgemacht und habe doch ein bisschen was gewonnen. Es war jetzt nichts Weltbewegendes. Ich glaube, es waren insgesamt 120 Gold und ein paar Rosen noch zusätzlich, die ich gewonnen habe. Alles so im Rahmen. Habe ich mich mega gefreut. Ich glaube, das war mit das erste Mal, dass ich überhaupt Gold gewonnen habe. Es lohnt sich. Ja, hier im Stall will ich euch kurz noch was zeigen. Cappuccino nach wie vor ist noch da. Die wird aber wahrscheinlich nicht mehr lange bei uns bleiben. Ja, wahrscheinlich so nächste Folge werde ich sie verkaufen müssen. Mein Herz tut jetzt schon weh. Alleine der Gedanke. Sie hat, wenn wir uns das mal angucken, sie hat 82 erste Plätze gemacht, hat sehr, sehr viel Geld eingerannt, wie sich das anhört, aber hat sehr viel Preisgeld uns nach Hause gebracht. So rum ist es, glaube ich, besser. Und ja, bei ihm, bei unserem Tail ist es auch nur noch eine tickende Zeitbombe. Die Mama ist, unsere Magix ist gerade in der Fohlenbox. Die werden wir jetzt gleich abholen, die kleine Maus. Und ich will euch kurz noch was zeigen. Ja, Fashion und Holly kennt ihr. Blackberry. Muss ich mal gucken, ob ich jetzt wirklich Blackberry behalte. Denn ich habe mir noch diesen Hengst aus einem Impuls gekauft. Weil ich halt gucken wollte, ich wollte farbtechnisch was anderes. Und also das ist auf jeden Fall der Papa von dem Fohlen, was in der Box gerade noch steht. Denn ich habe mir gedacht, er ist ein Stufe 5 und er hat hier schon mal perfekte Werte. Jetzt ist so die Frage, ob wir dann, wenn wir denn so weit sind, ob wir denn, wenn wir dann ein Stufe 5 Pferd brauchen, ob wir dann ja ein perfektes Fohlen aus ihm herausbekommen. Denn ja, er hat jetzt halt nordische Blässe, heißt das. Okay, interessant. Aber er hat einen interessanten Stammbaum, finde ich. Denn hier ist tatsächlich viel. Also hier ist Rappe mit drin. Ich glaube, das war auch nochmal eine Rappe. Hier ist Cream nochmal mit drin. Also der kann vielleicht doch ein paar Fohlen noch aus dem Pferdeärmchen rausschütteln, die einen überraschen. Also wenn ich jetzt daran denke, das eine Fohlen war auch eine Überraschung. Sonst, ja, braun, sehr viele helle Pferde mit drinne, mit Cream und so dunkelgrau, also so ein bisschen mit Aufhellung. Er hat es leider nicht, aber er muss wohl in den versteckten Gegen, glaube ich, was haben. Und eine Box habe ich noch frei. Und ja, dann muss ich gucken, was ich mache, weil, na gut, wenn wir Cappuccino, also die Mutter werde ich wahrscheinlich noch nicht hergeben, ja, es sei denn, weil die Tochter ist nämlich, es war eine Stute, oder? Ich glaube ja. Ja, denn die Tochter ist jeweils eins drunter von den, ich sag mal, perfekten Werten.
Deswegen müssen wir mal gucken. Ich werde sie jetzt abholen. Sie wird jeweils wahrscheinlich hier nur einen Punkt dazu kriegen. Finde ich persönlich aber vollkommen in Ordnung. Also mit der Tochter will ich auf jeden Fall weiter züchten. Sie ist ein Hindenpferd. Ich glaube, die, irgendwie habe ich das Gefühl, die laufen besser. Kann das sein? Also beim Sprint, die geben nochmal richtig speedy. Und ja, Distanz müssen wir mal gucken. Ich möchte aber generell gucken, was für... ja, Farben sie jetzt doch drin hat. Sie hat auch wieder so hübsche weiße Wimpern. Ich weiß, das Pferd ist noch nicht vollständig mit den Pflegebonuspunkten, aber wenn ich mir das angucke, 7, meine Güte. Ich würde jetzt mal sagen, wir verzichten jetzt mal auf 2 dieser Punkte und ich möchte einfach wissen, wie sie jetzt aussieht. Und das machen wir jetzt auch. Ich bin mega, mega gespannt. Wow. Okay, trotzdem hier 2. So schlecht finde ich die Werte jetzt gar nicht. Ein weniger. Doch, ich finde die eigentlich ganz okay, die Werte. Das, wow. Ich finde die echt hübsch, die Kleine. So, jetzt möchte ich aber mal gucken, was hat sie denn für Farben? Genau, das hat sie... ja, und das ist halt der Stammbaum. Also sie hat kein Dann oder so. Naja, nichtsdestotrotz, wir haben hier, haben wir schon mal ein bisschen wieder was abgeschlossen, wo wir jetzt auch nochmal Gold kriegen. Sophie, ist alles okay? TJ und ich haben deine... was? Achso, Zurückhaltung im Hinblick auf einen Besuch von Megan bemerkt. Das hat nicht mit dem Unfall zu tun, oder? Stimmt, sie hat ja einen Unfall gehabt. Vielleicht. Ich habe nicht wirklich darüber nachgedacht. Und jetzt erfahre ich, dass Paul Megan in andere Ställe mitnimmt. Ich weiß, dass ich ihm gegenüber unfair bin. Er will nur das Beste für unsere Tochter. Ich denke, wir müssen uns einfach mal aussprechen. Ja, es ist immer so ein bisschen schwierig, wenn die Parteien unterschiedlicher Meinung sind. Plan B heißt, wir züchten mit dem Fohlen. Was, glaube ich, aber nicht funktionieren wird. Hallo? Oh, wir können doch mit züchten. Okay. Ja, es wird ein paar Stunden jetzt dauern, das macht aber nichts. Wir können erst ab Level, also Fohlenbox Stufe 9, können wir ein Stufe 5 Pferd züchten. Soweit sind wir aber noch nicht. Wenn wir jetzt uns nochmal die Mama angucken, wo ist sie denn? Da. Wie gesagt, die hat hier die perfekten Werte, hier hat sie auch keine guten Werte. Ich glaube, da ist ihre Tochter mit einem Punkt besser. Ja, sie hat einen Punkt mehr. Oder 2? 2 sogar, ja. Also sie ist deutlich besser von den Werten her. Ich würde sagen, wir machen das jetzt. Das dauert mega, mega... ah! Halt! Nein! Pfui! Nein! Pfui, pfui, pfui! Wie komm? Jetzt habe ich wieder gepennt. Ich hasse das. Och Leute, das ist mir die Tage schon mal passiert. Ich hasse das. Ich muss das jetzt bestätigen. Es muss doch eigentlich eine Rück... oh Gott. Okay, das kann jetzt was werden. Ich weiß nicht, was da rauskommt, denn der Vater ist... ich habe ihn mir jetzt nicht angeguckt. Das kommt davor, wenn man andauernd diese Stufe 5 Pferde sieht. Okay, es hätte jetzt aber schlimmer kommen können. Jetzt kommt's. In einem Stammbaum sind nur braune Pferde. Nur. Nee, nicht nur. Okay. Das könnte vielleicht auch noch was anderes werden, aber... das wird wahrscheinlich wieder ein schlechtes Fohlen. Ach Mann, ich wollte doch... warum habe ich denn jetzt nicht aufgepasst?
Ich wollte doch ihn hier. Hätte wahrscheinlich dann, hätte eh nicht gepasst. Manno. Okay. Ich hole jetzt noch schnell unser Gehöff ab. Unsere Belohnung. Und dann müssen wir tatsächlich... Oh. Müssen wir warten, also 3,5 Stunden warten, bis das Fohlen da ist. Und ich mache jetzt einen Cut und wir sehen uns später wieder. So, es ist jetzt eine ganze, ganze Weile später schon. Und ich habe jetzt nochmal unsere Magic trainiert. Denn ich habe es mir in den Kopf gesetzt, heute den Rivalen zu kriegen. Wir dürften eigentlich ganz gute Chancen haben. Denn, na, wo ist sie denn? Sie ist weg. Immer noch nicht. Ah, es ist einfach die falsche Position für sie. Aber sie dürfte jetzt eventuell den Rivalen schlagen. Der zweitbeste ist, ja guck mal, der ist sogar noch schlechter als wir. Ich würde sagen, wir probieren es einfach nochmal. Und ja, ich möchte das bitte jetzt schaffen. Ich möchte den einmal, wenigstens einmal besiegen. Und wieder Startbox Nummer 6. Eieiei. So. Es wird wahrscheinlich eine längere Folge, aber ich glaube, das ist okay, wenn wir ihn dafür schlagen. Und das holen wir auch noch ab. Na, mal gucken, wie unsere Chancen sind. Ich wollte gerade sagen, wo ist meine Maus? Eieieiei. Und? Hi. So, von der Grundgeschwindigkeit her müsste es ja jetzt klappen. Ich sehe ihn überhaupt nicht. Ist egal. Wir reden uns weiter ein, dass er schön weit hinter uns ist. Er wird wahrscheinlich gleich irgendwo um die Ecke gerast kommen. Ich gucke gar nicht, wo er ist. Oder? Doch. Ich sag doch. Er wird jetzt gleich um die Ecke gerast kommen. Hallo, können wir mal bitte... Danke. Eieiei, da kommt er. Und mit was für einem Druck er aufbaut? Na? Wie weit kann dein Pferd mithalten? Das sieht doch schon mal besser aus, als wie beim ersten Mal. Na, kommst nicht hinterher? Ich sollte jetzt nicht übermütig werden, denn er ist uns dicht auf den Fersen. So, ich lasse jetzt auch nochmal aufladen, die Energie. Na, 2 kann ich bestimmt nochmal. Irgendwie habe ich das Gefühl, er fängt jetzt schon an zu beschleunigen. Wir rennen. Leute, wir rennen jetzt einfach. Es ist mir sowas von egal. Sie braucht so lange, um zu beschleunigen. Und das sieht doch nach einem sauberen Sieg aus. Jawoll! Was ich beim ersten Mal verkackt habe, habe ich jetzt umso besser gemacht. Was für ein Rennen. Ja. Genau. Er wird jetzt wahrscheinlich empört sein. Und wir kriegen nochmal 130 Gold. Ja, sehr geil. Er wird jetzt wahrscheinlich total empört sein. Hier, wir haben ihn geschlagen. Mit einem Pferd, was Level 17 ist. Ja, okay. Okay. Nee, das wollen wir jetzt nicht machen. Oh, kein Kommentar, kein gar nichts. Achso, ich wollte gerade sagen, Moment. Da muss ich die Story erst noch mal, ja, bestätigen. Du denkst, dass es gut läuft, aber schon bald wirst du wieder ganz unten sein. Eieiei. Arroganz schadet irgendwie immer so ein bisschen. Ach, und damit kommst du jetzt um die Ecke. Haben wir bestimmt nochmal. Aber jetzt gerade nicht.
Okay. Das war doch ein sehr erfolgreiches Rennen, würde ich mal sagen. Mir ist gerade nur eingefallen, wenn das jetzt ein gutes Fohlen ist, da muss ich wieder irgendwen verkaufen. Und das, ich will aber gerade niemanden verkaufen, weil da müsste ich wirklich unsere Blackberry verkaufen. Das ist nicht so gut. Oder wir müssen uns doch von Cappuccino verab. Okay, wir gucken uns erstmal das Fohlen an. Mir fällt gerade ein, ich muss so oder so ein Pferd verkaufen. Das ist jetzt bitter. Okay, wir holen es einfach mal ab. Es ist ein braunes. Mit keinen guten Werten. Ich würde es jetzt am liebsten überspringen. Aber geht nicht. Weil ich müsste erst noch ein Pferd verkaufen. Ja, ich fürchte, das wird wohl die Ära von der Cappuccino gewesen sein. Ja, da schüttelst du mit dem Köpfchen, ne? Weil, wie gesagt, 50, 51, 49 sind jetzt nicht die besten Werte. Also von daher. Ich tue mich da jetzt gerade schwer, mit irgendwen zu verkaufen. Ich kann keinen verkaufen eigentlich. Es geht nicht. Und ich glaube, eine neue Box möchte ich nicht haben. Wahrscheinlich auch wieder keine guten Werte. Ja. Wo kommen diese langen Distanzen her? Das frage ich mich. Ja, gut, ihr Lieben. Das muss ich mir jetzt nochmal durch den Kopf gehen lassen. Wobei sie ist sehr dunkel. Sie könnte wahrscheinlich grau sein, wenn sie groß ist. Das ist jetzt so die Frage. Ich glaube, sie wird grau, weil schwarz wird sie auf gar keinen Fall sein. Wobei, wenn sie jetzt natürlich auch noch schwarz wäre, das wäre der absolute Knaller. Aber ich meine nicht, dass sie schwarz ist. Sehen schwarze Fohlen nicht anders aus? Das interessiert. Ja, okay. Leute, es tut mir leid. Aber. Fashion kann ich nicht verkaufen. Sie kann ich auch nicht verkaufen. Wir haben jetzt ja ein geschecktes Pferd. Wir verkaufen jetzt einfach sie. Wir sind die Eltern. Ja, guck mal. Die Mama haben wir ja. Wir verkaufen jetzt einfach sie. Nee, verkaufen. Auch ein bisschen schade. Aber ich möchte jetzt wissen, was das für eine Farbe ist, die wir da im Stall stehen haben noch mit. Einmal zum Fohlen überspringen. Doch, doch, doch. Das würde mich jetzt interessieren. Aber es ist, glaube ich, eine graue. Ja, es ist ein graues. Es ist ein graues wie unsere, die hatte ich schon mal. So eine Farbe. Aber so richtig mausgrau. Ja. Ja, aber wie gesagt, die verkaufen wir auch. Schwupps, gar nicht erst lange überlegen. Wird auch wieder verkauft. So easy dat. Jetzt habe ich zwei Boxen leer. Nee, nur eine. Müsste ich jetzt aber. Nee, stimmt. Naja, so, dann werde ich im Off die beiden auf jeden Fall nochmal miteinander verpaaren. Und ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Es war eine mega lange Folge. Schreibt mir in die Kommentare, was eure Zucht aktuell da macht. Macht sie euch auch so wahnsinnig wie mich? Lasst es mich wissen. Wir sehen uns in einer nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.